im Lieferumfang enthalten, ist neben der eigentlichen Schleifmaschine auch eine Polierpaste für die Filzscheibe, eine Schutzbrille, eine Atemschutzmaske sowie zwei grobe 120er Kornschleifbänder und drei feine 400er Kornschleifbänder. Für die erste Schärfung nutzt man das gröbere 120er Band. Um dies einzuspannen, muss nach dem Auspacken der Maschine der obere rote Schnellspanner erstmal fertig montiert werden. Dazu lösen Sie die Flügelmutter an der Seite und führen die Schraube in die Längsschlitzung, Unterlegscheibe und Flügelmutter wieder aufdrehen. Durch Lösen dieser Flügelmutter kann der Schnellspanner in seiner Position jederzeit angepasst werden. Die Schutzabdeckung entfernen Sie durch Lösen der kleinen Flügelmutter. Danach kann das Band eingelegt werden. Achten Sie dabei jedoch auf die Pfeilrichtung, die in der Bandinnenseite angedruckt ist. Diese muss identisch zur Laufrichtung der Maschine eingelegt werden. Zum Einspannen bewegen Sie am besten auch die Rollen. Nun den Schnellspanner in die gewünschte Spannung drehen und festziehen. Auf der Gehäuserückseite befindet sich ein zusätzlicher Spanner. Durch Drehen dieser Schraube können Sie die Bandspannung verändern. Durch Lösen der etwas versteckten Sechskantmutter könnte optional der Spanner auch gelockert werden und somit zu hohen Andruck ausgleichen. Spielen Sie anfänglich mit der Bandspannung, bis Sie eine bevorzugte Einstellung passend für Ihre Hufmesser und Vorlieben gefunden haben. Letztendlich kann ich leider nicht sagen, was besser ist. Ist das Band zu locker gespannt, flattert es stark und kann von der Rolle abrutschen. Ist es hingegen zu fest gespannt, biegt sich dies weniger elastisch um die Finne. Eine Lösung gibt es leider nur durch zeitintensives Ausprobieren und Testen. Die montierte Filzscheibe ist zum Abziehen und Polieren der langen Klinge nach dem Schleifen. Diese hat jedoch eine sehr hohe Hitzeentwicklung, weshalb es sehr wichtig ist, vor jeder Verwendung und am besten auch zwischendurch immer wieder Paste aufzutragen. Eine neue Filzscheibe nimmt eine Polierpaste nur sehr schlecht auf. Tragen Sie daher mit wenig Druck über einen längeren Zeitraum Paste auf. Mit mehr Druck kommen Sie nicht ans Ziel. Gefühlvoll über einen längeren Zeitraum Paste auftragen.
Sobald die Scheibe nach einigen Verwendungen eingelaufen ist, kann der Pastenaufdruck bzw. die Länge des Pastenaufdruckes deutlich verringert werden. Bevor Sie das feine 400er Schleifband verwenden können, muss es erstmal über die komplette Länge hinweg eingerollt werden. Dies erledigen Sie immer in kleinen Teilstücken zwischen zwei Fingern. Nur so wird das Band elastisch genug, um auch in dünne, kleine Finnen hineinschleifen zu können. Achten Sie dabei auch auf die Klebestelle des Bandes. Diese ist sehr hart und das Einrollen sollte sehr gewissenhaft und ruhig öfter gemacht werden. Ich empfehle Ihnen, das Band mindestens zweimal auf komplette Länge einzurollen, bis es schön elastisch wird.